200 Gramm Zucker. Das ist Mehl. Ich hasse mein Leben, wie viel Mehl ist da rein? Hey, Freunde! Wir haben Sonntag! Und das bedeutet leider, dass das Wochenende auch schon fast wieder vorbei. Falls ihr das Video jetzt nicht gesehen habt, links ganz oben schreiben, guckt euch gerne an, das ist extrem cool geworden. Auf jeden Fall bedeutet das nur noch eine Woche durchpowern und dann sind Herbstferien. Michael, was sagst du dazu? Finde ich super. Findest du super? Dann seid ihr nämlich weg. Toi, toi, toi. Und ich würde sagen, lasst jetzt auch schon mal ein Like da und ein Abo, falls ihr neu seid, weil dieses Video hat auf jeden Fall hundertprozentig verdient. Ich habe heute nämlich die Mega-Idee gehabt und habe ich mal so ein bisschen nachgeguckt. Ja, vor einem Jahr, da müsste ich doch ungefähr die 1000 Abonnenten geknackt haben. Die 1000 Abonnenten geknackt haben. Da habe ich vor 2-3 Tagen gemacht. Also nicht denken, dass es jetzt genau auf den Tag gepasst hat. Und zwar waren wir da auf Gran Canaria im Urlaub. Die Vlogs sind übertrieben cool geworden. Da habe ich so in jedem Vlog so 8 Stunden gesessen. Nämlich, ja, weißt du das noch? Mhm. Als ich bis 3 Uhr nachts immer bei welchem Hotelzimmer geschnitten habe und ihr euch immer darüber aufgeregt habt, dass das Licht noch an war. Ja. Das war schon scheiße. Ja, die Vlogs sind auf jeden Fall sehr cool geworden und deshalb habe ich mir überlegt, weil ich heute, genau vor einem Jahr, die 1000 Abonnenten geknackt habe, habe ich mir überlegt, Marius, zur Feier des Tages backst du heute mal einen Kuchen. Deshalb würde ich sagen, komm mal mit nach unten und da backen wir den Kuchen und ich denke, dass ich den Kuchen alleine backe. Nein, ich backe ihn mit dem Thermomix. Deshalb, Freunde, würde ich sagen, springen wir mal ganz kurz nach unten. So, und da bin ich auch schon. Ja, danke, dass du fokussiert hast. Ich hoffe, ihr fällt da nicht um, weil er jetzt gerade auf dem Urlaub steht. Auf jeden Fall, warte mal, ich zeige euch mal, welchen Kuchen ich jetzt backen will. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt diesen Rührkuchen oder so machen und ich weiß nicht, ob ich die Rezepte hier zeigen darf, dann falle ich das jetzt so ein bisschen zu, weil Copyright bei Thermomix und so, you know. Für mich sieht das so aus in der Beschreibung, dass das einfach nur ist. Sachen reintun, einmal drehen und dann in die Form, Backofen, fertig. Also der einfachste, den es gibt. Sagen wir, fahren den Thermomix, das ist übrigens der Thermomix, wer ihn nicht kennt, das ist so ein automatisches Ding. Das ist halt einfach das Geilste, also falls ihr Thermomix nicht kennt, googelt's. Geh an. Oh, da fährt er schon hoch. Ich habe den Backofen auf jeden Fall schon mal auf 180 Grad am Vorheizen gemacht und auch schon dieses hier eingefärbt und so. Ich bin da Profi, ich war also. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Ich habe euch irgendwie immer so im Auge, weil ich Angst habe, dass die Kamera umfällt. Rezepte, das Kochbuch, Rührkuchen, da habe ich ein Haha. Es geht so einfach, das ist ein Touch und alles ist richtig geil. Backofen haben wir, Kastenform haben wir, 4 Eier. Oh fuck, Leute. Wo sind die Eier? Hier sind die Eier. 1, 2, 3, 4 Eier. Alter, das ist ja hier höchste Qualität, ich sag doch, guckt euch an, Alter. Hier, jetzt bin ich aufgeregt, Alter, das habe ich noch, ich habe das noch nie selber geschafft. Ich wette, da werden so safe irgendwelche Stückchen drin sein, aber scheißegal, ich krieg das hin. Ha, ich hasse mein Leben. 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 Ich glaube, da ist kein Stückchen reingekommen. Ich bin mir zwar unsicher, aber ich war davon noch nie gut. Ne, sieht nicht so aus. Guck noch mal lieber nach mit dem Löffel. Ne, ich sehe da nichts. Also, wenn da was drin sein würde, dann würde ich das ja, glaube ich, auch sehen. Daher, jetzt das zweite Ei. Das dritte Ei. Boah, bin ich stolz auf mich. Jetzt das letzte Ei. Das Schwierigste ist auf jeden Fall geschafft, also die 4 Eier, das war jetzt echt, oh, Alter. 200 Gramm Butter, weich. Ist die weich? Bitte lass sie weich sein. Sei weich, sei weich, sei weich. Ist die weich? Ja, die ist weich. 200 Gramm, okay. Jetzt geht's los hier. Geh rein da, geh rein. Alter, die ist nicht weich, die ist gar nicht weich. Ich soll nicht mehr als 200 Gramm. Das sind erst 50? 200, ey, perfekt. Ich sollte das öfter machen, ich werde Profikoch. 200 Gramm Milch. Das ist jetzt mal nicht so schwer. Da muss er einfach nur schwimmen. Ich hasse mein Leben. Ich habe 80 Gramm reingemacht. Ich dachte, das wäre nicht so viel. Scheiße, was machen wir jetzt? 60 Gramm zu viel, ach scheißegal. Machen wir aber 25 Gramm mehr Mehl rein. 200 Gramm Zucker. Das Verhältnis muss ja nur stimmen. Das ist Mehl. Ich hasse mein Leben. Wie viel Mehl muss da rein? 300 Gramm Mehl. Da mach ich jetzt das Mehl rein und gleich den Zucker. Boah. Da steht Zucker und ich mach Mehl, ne? Okay. Jetzt fällt mir das hier vorne auch noch rein. Ich muss gar nicht im Kühlschrank, ne? Mehl ist drin, jetzt eine Prise Zucker. Das kann ich ja, das ist ja nicht so schwer. Das soll reichen. Jetzt den Zucker, das hier ist Zucker, ja, das ist Zucker. 200 Gramm Zucker.
So, 205 Gramm Zucker, das läuft, das läuft. Das läuft. Ein Päckchen Backpulver hier, komm, das kann ich auch. Ne? Das ist ja nicht so schwierig. Messbecher in Mixtopfdeckel einsetzen. Oh, Freunde, jetzt gleich geht's los. Oh ja, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir nämlich hier auf 3,5 drehen und dann fängt das an zu rühren. Oh, oh, oh. Das sieht ja schon richtig geil aus, Freunde. Fertig. Ich hol mal eben Michael. Deine erste Reaktion darauf? Ich sehe ja gar nichts. Ja, warte. So. Guck es dir an. Wow, oh, geil. Ja. Lecker. Jaha. Das mal probieren? Wie ein kleines Kind, ne? Wie ein kleines Kind. Gut. Ja. Lecker. Ja, merkt man also die 60 Gramm zu viel Milch nicht und so. Alles perfekt. So, Freunde, jetzt müssen wir das Ding in die Kastenform tun. Kommt mit, hier, guckt euch das an. 2000 Jahre später. Ja. Und. Bang. So, jetzt eine Stunde. Freunde, wir müssen sagen, wir warten jetzt, bis dieses wunderschöne Ding da in 50 Minuten fertig ist und dann gucken wir mal, wie der dann aussieht. Also wir sehen uns in einer Stunde wieder. So Freunde, eine Stunde ist vergangen, wir sehen schon. Die Zeit ist abgelaufen. Der Backofen ist auch schon ein bisschen abgekühlt. Ja, das ist immer noch heiß. Ich würde sagen, kommt mal ein bisschen näher. Kommt mal näher. Und jetzt holen wir das hier erstmal raus und gebt euch mal, wie gut der geworden ist. Der ist richtig gut geworden. Und jetzt so. Und jetzt hier rauf. Und jetzt müssen wir den noch eben 10 Minuten oder so abkühlen lassen. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns in 10 Minuten wieder. So, Freunde, jetzt müssen wir gucken, ob wir den Kuchen da ohne weiteres wieder rausbekommen. Nochmal. Wo wolltest du nicht auf dem Teller machen oder so? Zu doof? Nein, da steht, das muss auf so ein Gestell. Ja, okay. Dann. Soll ich es erst losschneiden? Ja, das ist ja genau. Ja. So, Freunde, jetzt. Wie kommt man das denn jetzt da raus? Ja, musst du umdrehen. Und dann ein bisschen vorsichtig natürlich, nicht der so draus knallt, ne? Die wird sie gleich wohl lösen. Ein bisschen links, rechts drücken. Haha! Freunde, guckt euch diesen Kuchen an, ja? Unglaublich, oder Michael? Ja, super. Und jetzt, Freunde, jetzt wird er erstmal gegessen, auch wenn wir gerade erst zum Mittag gegessen haben. Ich bin immer noch so voll, oder Michael? Bist du auch noch voll? Ja, lecker. Ja? Lecker voll. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat... Nein, das ist ja noch nicht vorbei. Achso, okay. Trotzdem lasst ein Like da. Nimm mal aus. Ja, genau, Michael. Auf jeden Fall, jetzt wird er erstmal gegessen. Und danach werde ich jetzt mal mich an den Schnitt des Videos setzen. Und heute Nachmittag haben wir auch noch was Cooles vor, nicht wahr, Michael? Nee, warte. Natürlich? Nee. Doch? Nee. Doch. Ich bestimmt nicht. Dann du bestimmt. Ich hab heute Mittag gar nichts vor. Natürlich, ja, sowas vor. Wenn wir sehen, Freunde, jetzt wird erstmal das Video geschnitten. Freunde, wir gehen jetzt auch nirgendwo mehr hin. Das war's mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen, weil dieses Video wird so viel extrem arbeiten. Das wird locker so an die 10 Minuten gehen oder an die 8 zumindest. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Bis morgen, 20:10 Uhr. Da kommt ein neuer richtig cooler Daily Vlog. Haut rein und ciao.